kommt der einstige Publikumsliebling des Öfteren hinunter ins Dorf zum Einkaufen und Plaudern mit den Einheimischen. Nach dem Tod seiner Frau verlässt Signore Fischer nur noch selten sein Castello. Die Besorgung in Lugano und Vernate übernehmen seine Haushälterin und sein Chauffeur. Per me, Signor Fischer, è una grande persona. Für mich ist er ein großartiger Mensch. Er ist außergewöhnlich gebildet und sehr intelligent. Er liebt die Ruhe und möchte auch in Ruhe gelassen werden. Ein Mann, der jetzt die Einsamkeit braucht. Sì, abbastanza. Sì, perché è un buon artista, no? Ich mag ihn sehr gerne. Ein toller Schauspieler. Er konnte was. Meine Hochachtung. Leider sehen wir ihn jetzt sehr selten. Ja, ich glaube, die Leute, ich habe mich so ein bisschen erkundigt, die mögen sie hier auch. Ja, weil ich lasse in Ruhe und sie lassen mich in Ruhe. Das ist ja wahnsinnig. Das ist lombardisch. Das sind ja Lombarden da. Das sind Norditaliener. Und sie will, dass wir gehen, damit wir gezeigt werden, weil er ein hübsches Paar sind. Und schmeichelt ihnen, dass sie ein hübsches Paar sind. Was? Ja, ja. Ja, mir schmeichelt es, dass man glaubt, dass sie eine hübsche Tochter hat. Sie wohnen hier ganz idyllisch in einem kleinen Bergdorf über dem See. Warum haben Sie sich als Österreicher hier in die Schweiz zurückgezogen? Ich bin gern sehr einfach. Und außerdem bin ich ein bisschen in der Mentalität ein bäuerlicher Typ. Ich schaue nicht so aus wie alles. Ja, und also die Leute hier, wie sind die so? Wie ist so die Mentalität der Leute? Ich bin mit ihnen sehr zufrieden, weil sie lassen mich in Ruhe. Ich bin ihnen wurscht und das war die Sehnsucht meines Lebens. Dass sich niemand kümmert um mich, dass ich einfach vor mich hinspinnen kann, wie es mir passt. Kränkt Sie das, wenn Leute sagen, Sie seien sonderbar? Nein, das ist doch ein Ehrentitel. Das ist doch ein Ehrentitel. Zuerst hat es mich ein bisschen gekränkt, nein, auch nicht. Ich war immer irgendwo, war ich ein bisschen stolz darauf. Weil die ganze Einstellung der Menschheit war immer fremd, dass sie sich da von Leichen nähern und sich großartig vorkommen, weil sie das tun, weil sie sich von Salzgewürzten Umgebrachten nähern. Und das war mir alles fremd, das war mir alles, also daher glaube ich, war ich nicht ganz von, wenn du von unten fotografiert, kriege ich mir Gesichter wie die Golatsch. Wir sehen Sie nicht durch den Hut. Ah, na, gut. Ah, dann mach ich so. Haben Sie sich mal richtig geärgert über die Presse, über die Medien? Wann nicht? Es war genug Ursache dazu. Ich habe immer wieder in meinem Leben mit Skandalgeschichten zu tun gehabt. In sehr unschuldiger Weise, nicht, dass ich unschuldig war. Ich habe also x Spuses gehabt und. Ich dachte nur, das gehört dazu, man muss dann ein bisschen flirten. Und warum, es ist also so ein Geheimnis, ist ja Sex nicht, wie das da dann gemacht wurde von den Medien. Was wisst ihr noch nicht vom Leben? Was haben wir noch nicht abgewandelt? Fragt ihr uns was? Haben Sie denn gute Freunde im Leben gehabt? Selten, selten. Ich wüsste nicht, also unter Frauen ja, unter Männern ganz selten. Gibt es Freundschaft zwischen Frauen und Männern Ihrer Also Meinung zwischen nach? Frauen auf keinen Fall. Der Kurt Götz hat einmal gesagt, ein wunderbarer Autor, der hat einmal gesagt, lässt er zwei Frauen reden auf der Bühne und sagt, was haben wir, warum lassen wir Frauen kein gutes Haar an der anderen, sagt er, weil wir uns kennen, meine Liebe, weil wir uns kennen. Die Frauen kennen sich und sind daher also stutenbissig gegenseitig. Männer neigen eventuell schon zur Freundschaft, aber keiner darf mehr begabt sein als der andere. Und ja, Sie so persönlich, haben Sie wirklich Freunde gehabt in Ihrem Leben?
Wenige. Mein Bruder war ein echter Freund, der mir einmal das Leben gerettet hat. Und die Väter sind automatisch bessere Wesen, nicht? Die Väter schalten dann aus, die Väter würden sowieso ihr Leben geben für einen. Ich habe das aber nur bei Tieren erlebt. Von mir aus, ich hätte für meine Viecher also jederzeit das Leben gegeben, um sie zu retten. Und habe das auch praktiziert. Aber Tiere standen mir eigentlich in diesem Leben am nächsten. Und wann haben Sie die Lücke gefunden? Also wann waren Sie wirklich glücklich? Waren das Momente? Ja, waren glücklich, das, glücklich ist man ja nur durch, in, glücklich ist man ja nur, indem man jemanden gefunden hat. Ich sage jetzt nicht eine Moderatorin oder eine Ehefrau oder Kinder oder sowas, sondern das sowieso. Aber eine neue Sicht, dass man nicht nur also ein zivilisiertes Raubtier ist. Es ist ein romantisches Nest, nicht? Ja, auf jeden Fall. Naja, es kommt darauf an, wie weit man geht. Es kommt darauf an, wie weit die Jungs uns noch führen. Die Schauspieler heute, nehmen Sie die wahr, so Schauspieler wie Till Schweiger oder Heike Makatsch, kennen Sie die, nehmen Sie die wahr und wie finden Sie die heutigen Schauspieler? Ich kenne sie nicht, ich kenne die wenigsten. Ich habe ein paar Schauspieler, habe ich also die letzten, die ich so wahrgenommen habe, deren Namen habe ich vergessen. Das Theaterspielen interessiert mich nicht mehr. Ich bin aber in einem anderen Beruf. Ich bin, nennen wir mich Privatgelehrter. Also einer, der dafür lebt, dass Erfindungen macht, dem das fasziniert, dass ihm etwas einfällt, wenn schon jemand anderes fasziniert. Jetzt gehen wir essen. Finito, ragazzi. Ich danke Ihnen sehr. Fischer einen Spaziergang in seinem großen Garten. Und wie haben Sie dieses Grundstück gefunden? Meine Frau kam vor 40 Jahren. Ich habe gefilmt da drüben in Montebré. Und die kam also, hat sich ein Taxi genommen und ist auf die andere Seite da gefahren, hier im Alcantone, wo es ihr sehr gut gefallen hat. Und da ist sie heraufgeklettert, da waren nichts als Ziegen und Schafe. Da dachte sie, wir zwei Schafe passen ganz gut her und hat da so 12 Grundstücke gekauft. Heute unbezahlbar, nehme ich an. Unbezahlbar. Damals war das gar nicht vorteil. Und fühlen Sie sich heute hier sehr wohl? Genießen Sie die Sonne oder halten Sie sich eher im Schatten auf? Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Ich habe mich noch nie um mich gekümmert oder erkundigt. Ich glaube, ich lebe halt so dahin. Und arbeite und arbeite und arbeite und nachdem mir die Arbeit sehr viel Vergnügen macht, kümmert mich alles über die Wehen. Ich interessiere mich nicht sehr für mich. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gearbeitet, als seit ich vom Film weg bin. Sie haben sich ja eigentlich zurückgezogen. Warum haben Sie uns eigentlich empfangen? Da Sie am Telefon eine sehr angenehme Stimme, was sich hier bestätigt. Oh, ein Kuss von Uwe Fischer. Ich glaube, jetzt beneiden mich noch ganz, ganz viele Leute. Na. Zumindest die Generation meiner Mutter. Die Deutschen sind sehr treu und haben mir bis heute die Treue gehalten. Ich liege also heute lang nach Beendigung der Filmkarriere. Kriege ich noch fast so viel Post, wie ich sie folge und bin wahnsinnig gerührt darüber und danke das denen sehr.
Haben Sie noch Kontakt zu vielen Leuten? Trifft man sich mit den Schauspielern? Ich war immer zurückgezogen, mein ganzes Leben. Schauspieler mögen sich ja nicht. Sie halten nur zusammen, wenn sie in Not sind. Aber nur in bitterster Not. Wenn die Not sich mildert, dann sagen sie schon, stehen Schauspieler nicht sehr zu. Das ist eine merkwürdige Spezies, die Schauspieler. Sie gehen einen ganz anderen Weg? Ganz anderen Weg. Ich halte sehr viel vom Publikum. Genauso, weil ich zu ihm gehöre. Ich bin überzeugt, dass also das weitaus Wichtigste von uns der Instinkt ist. Der Intellekt, eine sehr verkümmerte Sache bei uns allen. Wen nehmen Sie denn mehr? Meine Herren, jetzt dreht euch um und fotografiert den Buben. Ah ja. Das ist schön mitten im Wald, ne? Wie kommt diese Figur hier an diesen Platz? Ich habe ihn gekauft in Vietnam. Ich bin darauf gekommen, dass das wirklich erlösende Moment ein sehr buddhistisches ist, nämlich nichts zu wollen. Und dass, wenn man nichts will, einem alles zufliegt. Also Ihre Karriere ist Ihnen zugeflogen? Ja. Ja. Nicht das Geringste dazu getan. Und ich hätte auch nichts dazu tun können, weil, wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts, verstehen Sie? Ich bin sehr schicksalsgläubig. Und ich bin da auf einer Linie mit anderen, die viel gescheiter waren. Ja, und wir drehen hier altersbedingt um. Gut, kommt. Weil sie ist schon müde, ich könnte natürlich noch und noch. Sie haben sehr viel Humor. Ja. Wann ist Ihnen das aufgefallen? Am Telefon schon. Und beim Interview auch. Ja. Das ist ja Humor, denn Leute sind Menschen, die es verstehen. Thank you.